berichtet Robert Morawetz. Für gewöhnlich sorgt ein Pflaster dafür, dass eine Wunde besser geschützt wird und dadurch in weiterer Folge schneller heilen kann. Das Pflaster, um das es jetzt hier bei uns in der Sendung geht, hilft allerdings dem Personal in den Krankenhäusern. Denn es misst 7 Tage am Stück die Körpertemperatur der Person, die es trägt. Im Landesklinikum in Wiener Neustadt hat man das neue Fieberpflaster jetzt ausgiebig getestet. Mit dem medizinischen Pflaster sollen Spitäler und Personal künftig entlastet werden. Infektionen und Erkrankungen können durch den in dem Pflaster eingebauten Temperatursensor schneller erkannt werden. Über ein Auslesegerät, das auch ein Smartphone sein kann, werden gesammelte Daten anschließend abgelesen. Die Fieberthermometer-App zeichnet Temperaturkurven auf, die mit der Ärztin oder dem Arzt besprochen werden. Unterschiedlich zu den jetzigen herkömmlichen Methoden, wo die Körpertemperatur über einen Ohrthermometer gemessen wird, ist das Pflaster ein kontinuierliches Körpertemperaturmessgerät und es ist für die Patienten überhaupt nicht belastend. Die Patientinnen stehen sehr gut dazu und haben sich sehr gut diesem Projekt angenommen. Die Idee eines smarten Pflasters hatte Werner Köhler bereits 2016. Hinter dem Pflaster steckt viel Aufwand und technologische Entwicklung, wie der Gründer erzählt. Ich bin Biomediziner von Ausbildung und habe immer die Medizin und die Technik vereinen wollen und eben eine technologische Lösung mit Mehrwert schaffen. Fiebermessen bei Kindern ist sehr schwierig, Fiebermessen im Klinikum braucht sehr viel Zeit und Steadytem kann beides adressieren. Ob das Fieberpflaster künftig in Spitälern zum Einsatz kommen wird? Es ist die Fernabmessung, die in Zukunft sehr notwendig wäre, noch nicht ganz ausgereift. Das ist noch das Problem, aber ich glaube, dass in Zukunft das wirklich eine innovative Möglichkeit ist, dass man diese personelle Aufwand für die Fiebermessung der Patienten durchaus reduzieren kann. Neben dem Landesklinikum Wiener Neustadt sind noch weitere Pilotprojekte in ganz Österreich geplant.